Hallo meine lieben Widder und herzlich willkommen zu eurer heutigen Legung. Meine Lieben, ich wollte eigentlich gestern schon eure Readings rausbringen. Ich habe auch gestern schon angefangen, ein Widder-Reading zu machen. Und es ist mir genau das gleiche passiert, wie ich in der Wochenbotschaft am Sonntag schon gesagt habe. Es wurde einfach nicht aufgenommen. So, jetzt habe ich gestern mich erstmal mit meinem Telefon hier beschäftigt, alles gelöscht, neu installiert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und was weiß ich was. Und jetzt fange ich heute einfach nochmal neu an, meine Lieben. Okay, also das Reading heute baut so ein bisschen auf Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dazu habe ich hier schon mal drei Karten aus dem Deck fallen lassen, einfach nur, um mich schon ein bisschen reinzufühlen. Und du spürst in dich hinein, mein lieber Widder, ob das hier deine Botschaft ist oder nicht. Bei YouTube, diese allgemeinen Legungen, ne, die können nicht immer auf jeden passen. Deswegen, da brauche ich immer ein bisschen eure Mithilfe. Du wirst anhand der vergangenen Situation und der gegenwärtigen Situation ja schon auf jeden Fall ein Gespür bekommen können. Ne? Spricht es dich an oder nicht? Genau, so. Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie noch einen Froschenhals. Ich muss noch einen kleinen Schluck Kaffee trinken. Und dann beginnen wir. Ich lege erst alle Karten aus, beziehungsweise die drei Karten erzähle ich euch schon mal. Aber dann legen wir erstmal alle Karten aus und machen uns ein Bild. In der Vergangenheit liegen die acht Kelche, moving on. Entweder etwas hinter sich lassen oder es ist auch irgendwie weitergehen, es ist irgendwie eine Bewegung drin gewesen, im Hier und Jetzt, das Ass der Schwerter. Und ich musste beim Ast der Schwerter direkt an Merkur in Waage, der heute, 11.10., in Sternzeichen Waage eintritt und definitiv für Gespräche sorgen kann. Waage ist die Energie von Beziehung und Partnerschaften, also von Miteinander, von, ich habe das Gefühl, hier können Dinge vielleicht auch final geklärt werden, hier können Erkenntnisse gewonnen werden und dann in der nahen Zukunft der Tod. Der Tod, Skorpion-Energie, ne? Wir haben jetzt zum 23.10. hin, beziehungsweise zum 25.10. hin den zweiten Höhepunkt im Oktober, wo Venus, die Sonne als auch Merkur in das Sternzeichen Skorpion eintreten. Am 25. ist der Neumond in Skorpion und Saturn wird auch noch direkt. Also ich habe das Gefühl, dieser zweite Peakpoint spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Genau, so, dann beginnen wir mal. Das hier sind die Self-Care Wisdom Cards, ein ganz, ganz tolles Orakel. Liebe Widder, der Rebell, interessant, der erinnert mich tatsächlich ein bisschen an euch. Gut, so, eine Hauptenergie für diese Zeitperiode, für meine Widder. Zwei Karten, interessant. Invitation, Einladung. Die Worte, die du aussprichst, sind eine Einladung ans Leben, eine Anfrage, um Energie gestalt werden zu lassen. Choose your words carefully. Wähle deine Worte mit Bedacht. Aha. Und Abundance. Okay, Dollar, Dollar, Dollar. Ich sage das immer zu dieser Karte. Ich würde Abundance, also Fülle und Reichtum, niemals mit Dollarzeichen abbilden, weil Reichtum was ganz anderes, finde ich, im spirituellen Bereich bedeutet. Aber when you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Aha. Wenn du dir selbst vertraust, mehr zu tun, erhältst du dadurch mehr. Okay, liebe Widder. Also irgendwas mit deinen Worten. Und ich bleibe jetzt mal bei Fülle. Also wie gesagt, mit der Karte so, wie sie abgebildet ist. Bin ich nicht ganz einverstanden. Okay. Hoppala. Okay.
die innere Wahrheit, nochmal diese Weitergehen-Karte, ne? Weitergehen, moving on. Und das Drama. Dann hast du ein Drama hinter dir gelassen. Bin gespannt. Eine Hauptenergie hier für meine Widder, bitte. Liebes Universum, eine Hauptenergie für meine Widder. Ordnung schaffen, okay. Ist 21. 21 ist im Tarot die Welt. Milch und Honig, da ist Fülle. Da ist auch Fülle, so wie ich mir das vorstelle. Milch und Honig, ein Überfluss an Fülle. Wie gesagt, wenn du wenn du irgendwie gerne oder wenn das mit dem Geld hier bei dir natürlich gerade eine Rolle spielt, dann ist das ein super gutes Zeichen. Aber ja, wir schauen jetzt mal, meine Lieben, wir schauen jetzt mal. So, eine Love Romance Angel noch. Liebes Universum, noch eine Botschaft hier für meine Widder. This could be the one. Das könnte der eine sein. Ich möchte es allgemeiner formulieren. Das könnte es sein, weil nicht jeder wird hier eine Beziehung einschalten. Oh, wow, nochmal der Tod, meine Lieben. Und der Hierophant. Okidoki. So, warum liegen die 8 Kelche hier für meine Widder? Das Ass der Kelche. Die 4 Stäbe, das Ass der Kelche. Die 4 Schwerter und die 2 Münzen. In der Vergangenheit. Okay. Das Ass der Schwerter im Hier und Jetzt. Der König der Kelche. Acht Stäbe, Kommunikation, sage ich doch, Merkur-Energie kommt hier irgendwie durch. Und der Hierophant. Okidoki, liebe Widder. Okidoki. Der Tod in der nahen Zukunft. Der Magier, nochmal Kommunikation. Der Magier ist Merkur-Energie. Die Kraft, Löwe-Energie. Und der Eremit. Wow. Und das Gericht an der Unterseite des Decks. Also, meine Lieben, hier hinten liegen nur große Arcana-Karten. Das bedeutet, diese Zeitperiode wird eine Rolle spielen. Jungfrau, Löwe, Zwillinge, alle Wasserzeichen, Stier, Skorpion-Energie habe ich bisher hier auf dem Tisch liegen. Okay. Meine Lieben, aber auch wenn du, ne, wenn du mit jemand anderem zu tun hast, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es hier ein Miteinander. Und ich habe das Gefühl, das Miteinander hat sich bereits in der Vergangenheit irgendwie gezeigt. Ass der Kelche, 4 Stäbe. Eigentlich eine total schöne Energie, aber die acht Kelche und die vier Schwerter sagen mir so ein bisschen was von Rückzug, also ich weiß nicht, ob es eine Auszeit ist. Ich hätte gern, also, weiß ich schon mal, wow, meine Lieben, darunter das Rad des Schicksals. Und darunter der Page der Münzen, das bestätigt. Und darunter die Mäßigkeit. Okay, und darunter die 10 Stäbe. Und darunter der Teufel. Wundervoll. Okay, diese beiden Karten lassen wir auf jeden Fall auch hier liegen. Ich hätte gern eine Karte zu den 4 Schwertern. Oh, wow. Jetzt auch noch der Turm, meine Lieben. Das sind wirklich viele große Arcana-Karten, die hier liegen.
Kannst auch du sein, der sich da zurückgezogen hat. Okay. Also ich sehe hier eine Beziehungsdynamik. Ich nehme ehrlich gesagt mit den vier Stäben und dem Ast der Kelche und dem Hierophanten hier eher eine partnerschaftliche Dynamik wahr, aber auch mit der Gerechtigkeit, mit der Waage-Energie, aber kann auch irgendwie, ne, kann auch ein Jobangebot sein oder wie auch immer. Oder irgendwas anderes. Aber ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit gab es bereits diese Einladung. Diese Einladung in irgendwas Wunderschönes, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht hast du dich zurückgezogen, weil du dir irgendwie unsicher warst und zwei Münzen oder weil du noch irgendwas zu klären hattest oder weil du irgendwie das Gefühl hattest, das war noch nicht ganz ausbalanciert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Gerechtigkeit bist du hier. Du hast hier eine Entscheidung getroffen, hast gesagt, hey, ne, sechs Münzen, es ist nicht so ganz so, wie ich mir das vorstelle. Ich gebe hier ein bisschen mehr. Und ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und schaue, was da kommt oder wie das so weitergeht. Ich glaube, dass, also es kann auch jemand anderes sein, der irgendwie in den Rückzug gegangen ist. Ich nehme so mal ein bisschen mehr als deine Energie wahr, als hättest du dich zurückgezogen und dir das alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht aus dem Hintergrund angeschaut, aber so. Es einfach mal so laufen lassen. So, Ass der Schwerter, König der Kelche, acht Stäbe, Hierophant. Witzigerweise, ne, habe ich intuitiv gemacht, aber habe ich auch den Turm hingelegt. Ich habe das Gefühl, dass hier sehr unerwartet Kommunikation reinkommt von dieser Person, von diesem König der Kelche. Und ehrlich gesagt, auch mit dem Hierophanten schon eine strukturiertere, ne? Während die zwei Münzen ja so von so einer Instabilität sprechen, schon irgendwie so eine strukturiertere, also irgendwie so eine Aussage mit Hand und Fuß oder ne? Gerade hier Fülle, ne? Ist so dieses, hey, mein Leben steht wieder irgendwie besser da oder mir geht's besser oder ich habe meine Antworten gefunden. Ne? Man geht, also der Hierophant ist ja oft so, also abgebildet auf dem Hierophanten ist ein Priester. Deswegen, ich habe meine Antworten gefunden, Ast der Schwerter. Und die teile ich dir jetzt mit. Und ehrlich gesagt, nehme ich hier sehr stark wahr, so dieses König der Kelche, Gefühlsoffenbarungen, hey, ne, ich kann mir eine Beziehung, was Längerfristiges mit dir vorstellen, so. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kommunikation, die da stattfindet, das Gespräch, wo du auf jeden Fall auf deine Worte achten musst, ne? Choose your words carefully. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass du diese Situation besser verstehst, also dass du auf jeden Fall dein Gegenüber verstehst, ne? Er gibt dir möglicherweise Einsichten, auch über seine Gefühlswelt auf jeden Fall. Und du findest die Antworten, die du gesucht hast, um auch zu wissen, was für dich die richtige Entscheidung ist. Mit dieser Ordnung schaffen Energie, keine Ahnung, vielleicht musste das hier jemand, ne? Vielleicht musste hier jemand erstmal Ordnung schaffen. Ist auch so offiziell, ne? So die Gerechtigkeit ist so, ich muss mich jetzt erst um das kümmern und das kümmern und das kümmern und das muss alles unter Dach und Fach sein, ne? Das muss entschieden sein, entschieden werden, bevor ich in der Lage bin, irgendwie in was Neues rein zu investieren. Das Gericht, ehrlich gesagt, mit dem Rat des Schicksals ist eine Energie von der zweiten Chance oder von, ja, ehrlich gesagt, eine Wiederbelebung oder generell der Belebung dieses Ast der Kelche. Also ich habe das Gefühl, das Ast der Kelche, ne, dieses Gefühl, dass das wirklich was Tolles ist und dass das wirklich gut sein könnte. This could be the one. Das Ast der Kelche ist dir bereits begegnet. Und dann gab es irgendeine Bewegung, die da mal Ruhe reingebracht hat. Oder ne, kann der September gewesen sein, so ein Pauseknopf oder wie auch immer. Hier liegt ja auch Jungfrau-Energie, September-Energie.
Aber ich sehe definitiv auch, ne, das Überwinden dieses Rückzugs oder die Kraft Löwe-Energie ist eine total extrovertierte Energie. Ich habe wirklich das Gefühl, jemand lässt hier tief blicken und zeigt sich und das bringt in diese Verbindung irgendwie auch natürlich neue Voraussetzungen mit dem Magier. Aber ich glaube, dass Kommunikation, also hier liegen Ast der Schwerter, 8 Stäbe und der Magier. Ich glaube, dass die Kommunikation, die hier jetzt stattfinden kann, wirklich auch eine Durchbruchsenergie ist mit dem Turm, meine Lieben. Und dass die Ordnung, die geschaffen werden musste, vielleicht in deinem Leben, vielleicht in dem Leben von deinem Gegenüber, vielleicht hat es was mit Finanzen zu tun oder mit, ne? Da, wo man halt selber so im Leben steht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Ordnung geschaffen wurde oder bereits, ne, dabei ist zu entstehen und dass dir ehrlich gesagt jemand sehr bald einen Einblick in seine Gefühlswelt gewähren wird. Und dann stehst du mit dem Turm, ja doch auch mit dem Turm, aber mit dem Tod möglicherweise an diesem Punkt, an dem du hier erkennen kannst, ist es wirklich the one, ist es wirklich das, was ich mir wünsche und das, was ich will, oder auch nicht? Aber ich glaube jetzt, ne, hier, also die Klarheit sehe ich hier auf jeden Fall, dass du das ziemlich genau weißt, wie du da weitermachen willst. Und ehrlich gesagt, also ich nehme es viel stärker zu wahr, als hat das Ganze hier eine zweite Chance. Was rede ich? Gut, meine lieben Widder, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte noch ein bisschen mehr zu diesen 8 Kelchen aus der Vergangenheit wissen, weil 8 Kelche ist schon irgendwie so eine Fortgeh-Energie. Ne? Vielleicht bist du fortgegangen und jemand kommt dir jetzt hinterher oder so. Oder umgekehrt, es ist jemand fortgegangen und kommt jetzt zurück, wie auch immer. Definitiv ein bisschen mehr zum König der Kelche und was genau er dazu sagen hat. Und dann eben auch, was du hier erkennen kannst. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der Tod und die Kraft, dass hier schon noch irgendwie auch was liegt, was von deiner Seele gehen darf, oder von deiner Seele gehen wird. Denn hier oben nämlich die Welt war, ne, dass auch du irgendwie nochmal einen Transformationsprozess hast, was entweder was mit dir zu tun hat oder mit inneren Themen oder mit der Art und Weise, wie du dich vielleicht auch ausdrückst, ne, meine lieben Widder. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Widder in meinem Leben, deswegen weiß ich schon, dass ihr in eurer Kommunikation auch mal sehr straight sein könnt und keine Ahnung, vielleicht hast du mit jemandem zu tun, der sehr emotional ist oder wie auch immer. Und die manchmal nicht so richtig mit sowas umgehen können. Keine Ahnung. Es können auch irgendwelche Missverständnisse geklärt werden. Ich weiß es nicht. Wir schauen, was da auf jeden Fall auch noch mit dir passiert. So, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem YouTube-Mitgliederbereich, die Soul Family. Wenn du Interesse hast, unserer Soul Family beizutreten, findest du auch unten in der Infobox alles, was du wissen möchtest. Ich habe auch ein kleines Video dazu aufgenommen, in dem ich das alles erkläre. So, für die Widder unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Also, was auch immer da in der Vergangenheit als sich als Ast der Kelche präsentiert hat, ich habe das Gefühl, du wirst auf jeden Fall sehr, 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 sehr klar erkennen. Und ja, sehr, sehr klar erkennen, ob es wirklich ein Ast der Kelche war und ist oder nicht. Ich möchte dir hier im Hier und Jetzt auch raten, selber auch der König der Kelche zu sein, der seine Gefühle sprechen lässt, ne? Und der ja, der ein bisschen auf seine Worte achtet in der Kommunikation, die hier stattfinden wird. Ob das, was du sagst, wirklich das ist, was du auch sagen willst, ob es dich weiterbringt oder nicht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, mit dem Gericht und dem Rat des Schicksals, dass das hier so eine
hey, das hat toll angefangen und ja, es gab irgendeinen Grund, warum es kurz ausgebremst wurde, aber jetzt geht's weiter und du wirst auch verstehen, warum ihr kurz ausgebremst wurdet. Ne? Nichts passiert ohne Grund. Dieser Rückzug, dieses Ausbremsen, dieses, keine Ahnung, jeder dreht nochmal irgendwie eine Extraschleife oder so. Du wirst verstehen, warum das sein musste. Und ich habe das Gefühl, das hat nichts nur mit deinem Gegenüber zu tun, sondern auch zum kleinen Stück weit mit dir. Genau. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen Dank. Und vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.